Die blauen Streifen waren keine gewöhnliche Einheit. Ich habe die Männer persönlich ausgesucht und unterwiesen. Natürlich gab es gute und schlechte Tage. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Okay, das war kürzer, als ich gedacht habe. Greifen nicht auch an, die Harpien? Na ja, tun sie. Im letzten Part haben wir uns für Hänsels Seite entschieden dann, also in der Storyline. Für Hänsel haben wir uns trotzdem nicht entschieden. Fun Fact, Hänsel steht jetzt sogar eigentlich schlechter dran. Als in der anderen Story, weil er lebt noch in der anderen. In den Kommentaren meinte ich immer, dass es vor allem gut wäre, dass ich die andere gespielt habe, um ein paar Sachen zu verstehen, die jetzt sonst ein bisschen weird wären. Also halt, ich wollte skillen, dass ich Mutagene noch wahrscheinlicher kriege. So. Und dann wird es, glaube ich, auch Sinn machen, Bombenschaden zu skillen, weil ich will jetzt ja mehr Bomben benutzen. Plus 100%. Okay, ja, dann. Okay, dann machen auch Kartätschen wieder Sinn. So, weg mit euch. Oh, ich habe schon in der letzten Storyline weggekloppt. Ihr könnt mir gar nichts. Bindet's da? Oder was hat's da gerade runtergeregnet? Sie hatten nicht einmal die Chance, kämpfend zu sterben. Du hast auch deinen König verloren, Bernd. Vergiss nicht, warum du zu dieser Mission aufgebrochen bist. Oh, eine Erinie. Hielt ja fast das aus. Except, sie tut's nicht. So, gerade wird einfach nur hin und her gerannt. Ich vergesse es nicht. Sollte ich Leto und Sheila in Lokmuin finden, werden sie es nicht lebend verlassen. So, nächste Fuhre. Große Irenie. Wollte gerade sagen, wen greifst du an? Haust du in die Luft oder was? Aber dann kam die Irenie noch runter und hat es wieder Sinn gemacht. Ergeben. So, kann ich wieder looten. Danke. Jetzt, das hat er doch dabei gehabt. Ah, da war noch. Ach, hier ist ein Wagen überfallen worden. Wahrscheinlich von den Harpien. Schätze ich mal stark. Ist schwierig, wenn du kein Silberschwert hast, gegen die klarzukommen. So, da stehen Wachen. Und da ist eine Cutscene. Ordensritter. Den Orden der Flammenrose hätte ich hier zuletzt erwartet. Oh, die kennen wir noch. Sie haben in Temerien an Einfluss verloren und sind jetzt mit Radovid im Bunde. Geh ihnen besser aus dem Weg, diesen Eiferern. Wir hatten unlängst eine kleine Auseinandersetzung. Vielleicht sind sie noch sauer auf mich. Ich werde ihnen klarmachen, dass deine Anwesenheit in Lokmuin unabdingbar ist. Wie weiter? Was erwartet uns in der Stadt? Getrennte Lager, Pufferzonen und Patrouillen, nicht zu knapp. Jedenfalls erwartet uns das, wenn die Magier der Kammer auch nur ein Fünkchen Verstand haben. Du sprichst wohl aus Erfahrung. Die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Zintra am 2. April 1268 verlief ruhig und friedlich. Abgesehen vielleicht von Hänsels Wutgebrüll und der beachtlichen Sauforgie der Freiwilligen Armee Mahakams. Der Pöbel war hingerissen von dem ganzen hohen Besuch. Unbekannt dagegen ist, dass ich mir mit den anderen eine geschlagene Woche lang den Kopf über den Stadtplänen zerbrochen hatte, um die gekrönten Hohlköpfe auseinanderzuhalten. Keiner sollte auf die Idee kommen, plötzlich eine alte Feder auszugraben. Hier dürfte es nicht anders sein. Die Zauberer wollen das Gold der Könige. Sie sorgen schon dafür, dass sie bis zum unvermeidlichen Krach um das Pontatal keinen ihrer Goldesel einbüßen. Dann wollen wir mal sehen, ob ihr Plan aufgeht. Wenn wir uns aus den Augen verlieren, treffen wir uns auf dem Marktplatz. In Ordnung. Streit mit der Flammenrose? Hatten wir uns in Witcher 1 nicht für die Flammenrose entschieden? Das Medaillon schlägt aus. Oder habe ich da gerade was falsch im Kopf? Hi, ist das eine Krabbspinne? Nein, das sind zwei Krabbspinnen. Die mich festpackt. Und vergiftet. Ich hatte die vielleicht etwas überschätzt gerade. Als ich letztes Mal gegen eine Krabbspinne gekämpft habe, hatte ich vielleicht ein bisschen niedriges Level und schlechtere Ausrüstung gehabt. Ich kann die nicht kontern, wie sie aussieht. Auf zu blocken. Die kann ich jetzt nicht kontern wiederum. So. So.
So. Und weg. Okay, vielleicht habe ich ja gerade etwas überreagiert, als ich Panik gekriegt habe, weil das war jetzt noch irgendwie machbarer als gedacht. Aber wieso sind die ja aus dem Nichts gekommen? Das war ein bisschen weird. Sicher ist sicher. Loot? Datewin. Ja, okay. Das ist nicht schlecht. Was ist das hier? König Hänsels Schwert. Okay, nee, da ist Prinzessin Xentias Schwert besser. Ich muss dringend Zeug verkaufen. Nee, okay. Gut, das war auf jeden Fall mal Hardcore-Wurf. Wieso war hier so ein arschgeiles Silberschwert? Holy shit. Echt jetzt? Von allen Sachen kann ich diese Truhe da nicht looten? Das ist schon wieder so eine dämliche Parierstange, die keinen Sinn ergibt. Ich mach mal ein paar mehr Bomben. So, Drachentraum. Ja, das war das Öl. Das war die Bombe. So, die Kartätsche machen wir erstmal. So. Katzecreme, Manguste. Höhezeit, okay. Da, Samum. Ja, das war Lähmen. Das war dann... Ah, ja. Ja. Machen wir davon auch nochmal ein paar. Jetzt sind wir gewappnet. Da. Kleine Mutagene. Zwei Mutagene für Stärke. Oh, Krabbspinnen-Trophäe. Vitalität. Plus 25. Ich glaube, das ist besser. So, anyway, was habe ich da alles in Muttergen? Nur kleine und normale Muttergene. Aber gut, wahrscheinlich sind Großmuttergene selten daraus zu kriegen. Achso, habe ich noch Runen? Die ich auf das Schwert packen kann? Da, Rune des Feuers. Habe ich noch zwei davon, also ja, warum nicht? Jetzt bin ich wieder oben gelandet. Da, Rune des Mondes, Zeichenschaden. Rune der Sonne. Uff. So. Dann speichern. Und hallo, Leute. Halt! Wer da? Geralt von Riva. Sei froh, dass Roche da ist, sonst würde ich dir das Fell abziehen, du mörderischer Köter. Hä? Ich bin kein Königsmörder. Ach so, richtig. Was schert mich, ob du Foltests Mörder bist? Du hast die Hand gegen uns erhoben. Hä? So etwas vergisst der Orden nicht. Wann? Ich habe keine Erinnerung daran. Hä? Kann mir in den Kommentaren gerade nochmal helfen? Ich kann mich echt null erinnern, wovon die reden. Wir hatten uns doch für die Flammenrose entschieden in Witcher 1 und mit denen gegen die Skoyatel gekämpft. Oder vergesse ich da gerade irgendwas Geralt Elementares? Von Riva. Meine Verehrung. Danke. Ich werde für dich beten. Meine Verehrung. Die haben Manieren. Gustav, Rutgard. Ein Mutant. Vlastimil von Wennerberg, Anton. Ich kenne dich aus Vysima. Azar.
Adalbert. Wie ist nochmal der, den wir in Müsimar mal hatten? Ich kenne dich aus Müsimar. Wer ist nicht, also ist nicht schon, hat er eben nicht schon Adalbert? Ja. Ja, es sind zwei Adalbert, okay. Guy. Erwin. Ein Mutant. Noch ein Guy. Polycarp von Rinde. Holz. Noch mehr Holz. Echt jetzt? Gesegnet sei das ewige Siegfried hieß der, glaube ich, in oder? In seinem Schein leben wir. Sei gegrüßt. Olaf. Ich werde für dich beten. Ich glaube, der hieß Siegfried. Ich kann mich ein irren. Ein Mutant. Ethan. Der Anton. Hexer. Yannick. Utgard. Ja, ich weiß, hier sind ein paar Namen repetitiv. Ich kenne dich aus Müsimar. Becca, Julian, Gustav, Pontus, Dubon oder so ähnlich. Verschlossen. Okay. Gut, dann wohl niemand, mit dem wir hier reden können. Unsterbliches Licht. Dann ab zu Radovid. Bewahre uns vor Klauen und Krallen. Ich kenne dich aus Müsimar. Und wir sind immer noch kein Königsmörder, wir haben nur weggeguckt. So. Im Namen Temeriens, wo ist Radovid? Von Redanien. Radovids. Ja, Radovids. Bisschen karg. Aber per se schick. Ich habe einen Haufen Türen. Frage ist, welches die richtige? Ich meine, die hier ist die, die einem ins Auge springt. Könnte aber verschlossen sein. Ist nicht verschlossen. Okay. Das hat nicht ein Gefühl, wo ich gedacht habe, dass es mich führen würde, aber auch gut. Hier sind viele Charaktere mit Namen. Holy shit. Mhm. Bist du ein Waffenhändler? Nee. Aber 6. Nee, 11 Orens. Komme ich auf 6 Orens? Das macht. Egal. Das hier ist eine Art Mini-Arena. Bist du ein Händler? Ich grüße Sie. Das heißt wohl nein. Ich meine, es macht Sinn. Dich kriegt schon noch einer in einem finsteren Winkel zu packen. Ansonsten hätte ich hier irgendwo auf der Map ein Händler-Symbol. Ich glaube, wir sollen jetzt wirklich erstmal zu Radovids gehen. Beziehungsweise zu Roche. Woher kenne ich dich nur? Ort der Macht. Und Sackgasse. Guck mich nicht so an. Ja, ich gehe ja schon, meine Güte. Okay, dann komme ich hier lang. Du nennst mich blau? Na, ich bin so klar im Kopf wie ein Kormoran. Wenn du meinst. Sehr König der Reagenzien? Halt, ich klappe einfach, okay. Schisse. Okay, also das ganze Ding hier ist eine. Ja, Quatsch, hier geht's weiter. Wo ist das? So. Okay, und jetzt irgendwie nach. Westen? Ja, Westen. Ich glaube nicht, dass du Foltest getötet hast. Damit liegst du richtig. Aber die Belohnung? Nimm's nicht persönlich. Du als Hexer verstehst das ja sicher. Noch so ein Schwätzer. Ich hab ein Déjà-vu. Oh, das ist ein Zauberer. Das war ein Zauberer. Oh, holy fuck, meine HP. Moment. Bisschen kurz. Nutz mal ein bisschen neue Spielzeuge. Natürlich Nilfgaarder, was auch sonst. Block nicht. Die zwei. Warte mal kurz, ich kann doch einfach. Fällt mir gerade so ein. So, genau. Ich hatte nämlich Pfeile umlenken geskillt. Was theoretisch was bringen würde, wären die beiden Typen nicht zu dämlich zum Treffen. Warte, Moment mal, ich lenke die nicht um, ich block die bloß. The fuck? Wieso block ich nicht? Ich hab doch Pfeile. Oder hab ich Pfeile umlenken nur in der? Hab ich in der anderen Timeline gesehen, jetzt bin ich schon verwirrt. Kontern? Deckung? Schadensreduktion? Vielfältigkeit?
Gewalt. Doch, hier. Nee. Da, hier, Pfeile umlenken. Weil es keine Pfeile waren, sondern Bolzen? Das wäre maximal dämlich. Und das macht keinen Sinn, weil wir bisher immer nur gegen Armbrustschützen gekämpft hatten. Stiefel, neue Stiefel. Exzellente Nilfgaarder Lederhose. Die ist nicht schuh. Die ist gut. Exzellente Nilfgaarder Lederschuhe. Die sind ein Tick besser als meine aktuellen. Rüstung aus Bernard. Nee. Zeltkirksrüstung. Gebuffte Rüstung aus Bannart. Okay, also wenn wir beim nächsten Händler sind, kann ich alles, was ich im Rüstungslot habe, verkaufen. Weil was mein aktuelles hier ist, besser. So, okay. Die Richtung stimmt nicht ganz, aber vielleicht stimmt sie gleich. Kann ich hier hoch und dann weiter? Ja, kann ich. Muss irgendwie näher ins Zentrum kommen. Also haben wir hier noch... Wieso sind hier Harpien in der Stadt? Ah, oh, halt das Schwert. Moment, ich komme gleich zu euch, Mädels. Vielleicht. So, jetzt. Mit dem neuen Silberschwert one-hit ich die kleinen Harpien, also alles klar. Irene sind noch ein bisschen härtere Nüsse. Aber nicht signifikant. Noch einer. Eine Aufwertung. Brauche ich noch eine neue Rüstung, auf die ich die draufhauen kann? Hier ist der Typ ohne Hose. Hey! Sei gegrüßt. Really? Der reinste Wirbelsturm. Ja, die Harpien da oben auch, aber irgendwie hat es keinen interessiert. Nilfgaarder Ritter. Warte, lass die mich durch. Wahrscheinlich nicht. Aber testen kann man es ja mal. Okay. So, Roche. Hoffentlich da vorne. Der Held von Vösima. Meine Verehrung. Händler. Cutscene. Wen sehe ich denn da? Hexer Geralt, Meister im Aufspüren quadratischer Münzen. Was willst du? Beim letzten Mal kam uns noch Zivik in die Quere. Heute bist du allein. Los, kämpf! Weißt du, was stillgestanden heißt, du Idiot? Oh. Woher kommst du? Und ich dachte hier schon, hier kommt es noch ein Kampf. Nur Holzwolle im Kopf. Aber nein. Faustkampf hatten wir lange nicht mehr. Wir dienen seiner Majestät. Also Zeit, den hier mal komplett wegzupornen. Treu und erfolgreich. Wenn nicht, dann ziehe ich euch einzeln die Haut ab. Jawohl, Herr Hauptmann. Geiler Finisher. Krieg dich noch dran, Spitzel. Versuch das nicht nochmal. So Spitzel, ihr doch die Verschwörer. Wird der Kaiser euch danken. Vollidiot. Kapiert ihr Lappen? So, okay. Was haben wir? Haben wir noch irgendwas im Alchemietree, was Sinn macht? Effekte von Tränken wäre vielleicht ganz nett. Schaden bei... Nee, das war alles... Was war das andere, was ich gerade noch haben wollte? Ich hatte gerade irgendwas überlegt, was ich... Ach ja, genau, mehr Bombenschaden. Wo waren das gerade? Vitalität plus 1 wäre auch... Plus 100 wäre auch nicht schlecht. Da. So, jetzt müssen unsere Bomben ja richtig knallen. Händler. Oder Händlerin, whatever. Ohne Friseuse. Ich suche Informationen über die wilde Jagd. Hilfst du mir? Die wilde Jagd. Eine Schar von Geisterreitern, die auf Pferdeskeletten über den Himmel rast.
Ihre Existenz ist nicht bewiesen, wird aber auch nicht geleugnet. Ach so? Das ist, was ich mir in den Vorlesungen gemerkt habe. Okay, dann stürzt das Spiel ab. Wo war der Autosave? Wenn wir Glück haben beim Faustkampf. Gruß euch, Soldaten. Sei gegrüßt. Oh, ja. Gut. Okay. Antreten zum Appell. Ich. Bla bla bla. Danke. So, erstmal verkaufen. Tschüss, 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 tschüss. Alles muss raus. Wir haben was, was besser ist. Es hat. So ein Einzelschwert, ne? Ja, scheiß drauf. Schwert der grauen Vollen ist cool, aber nicht mehr gut genug. Auch wenn du. Ich behalte dich mal noch. Stennis-Schwert kann weg. Zwergenbeil, Zwergenbeil. So. Das hier. Puh, das ist teuer. Wo ist Hänsels Schwert? Ich glaube, das behalte ich doch. Hm? Bin ich blind? Ah, hier, König Hänsels Schwert. 200. Ach, scheiß drauf. So. Ich behalte ich mal noch. Ihr könnt alle weg. Das ist ein Questgegenstand. Okay, gut, das heißt, wir wissen jetzt sicher, dass ich das Königshändelschwert nicht mehr wichtig ist. So, jetzt du. Hast du irgendwas Interessantes? Petris Filter. Rucksack, Künderin des Todes. Tal der Blumen. Memoiren des berühmten Zauberers. Sphärenkonjunktion. Ist das irgendein Rezept für irgendeine Bombe oder sowas? Runen der Macht. Nehme ich mal mit. Okay. Zutaten, ja, massenweise Zutaten halt. Ah, hier, Rezepte. Absud von Rafat dem Weisen. Das kennen wir ja schon. Das war im ersten Teil besser. Brandung. Das ist ein Öl, Öl, Dachs. Resistenzen runter für Donner. Schaden plus 20%, massiv weniger HP. Ich bleib bei der Krähe. Ey, halt. Erpel? Okay. Öl, Öl, goldener Firol. Öl, Katze. Kiebitz, Krähe. Warte, Kiebitz habe ich nicht? Ich meine, ich will es nicht, aber ich dachte, ich hatte das. Marburwald. Erhöht die Energie beträchtlich, aber reduziert auf kritische Energie. Öl. Haben wir. Schwalbe. Öl. Zeichenintensität. Tiara. Nee. Virga. Nicht falsch lesen. Rüstung plus 20%. Wieder hochscrollen, bitte. Also massiv Resistenzen drauf, aber ich verliere kritische Effekte. Das ist nicht gar nicht mal kacke. Das nehme ich mal mit, glaube ich. Waldkauz, Wolf, Öl. Kann ich Amethyststaub machen? Könnte ich mir die ganzen ertrunkenen Gehirne benutzen? Ich glaube, ich eine Idee. Diamantstaub jetzt eher nicht. Silbererz ist rar. Härtetes Leder, Leder, Nietenleder, Tuch, Wasseressenz, Öl. Okay. Questgegenstände, chirurgisches Besteck. Haben wir schon mal irgendwo gesehen. Ich nehm's mal mit. Auch weil das als Questgegenstand gelistet ist. Weißt du, was stillgestanden heißt, du Idiot? So, jawohl. Nächster Händler. Woher kommst du? Aus Birka, Hauptmann. Was hast du denn so zu bieten? Was willst du hier? Bist du der starke Numa? Und du?
Jemand, der wissen will, ob man dich zu Recht so nennt. Dann komm in den Zirkus und guck dir an, wie ich Eisenketten zerreiße. Du klopfst doch nur Sprüche. Du beleidigst den starken Numa? Geld her. Los geht's. Alles drauf. Ich war schon immer neugierig. Ist der jetzt irgendwie schwerer als sonstige oder ist es immer noch das Normale? Oh ja, 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 ja. Ja, okay, ja, 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 okay, ja, ja, ja. Der ist vielleicht etwas anspruchsvoller als die anderen. Holy shit. Es heißt immer, Hexer wären kräftig. Aber im... Pangrat hat mich davor gewarnt, dass du betrügst. Was weiß diese Söldnerschlampe schon vom starken Numa? Schlampen kennen sich mit Leuten wie dir am besten aus. Solche Kraft kann nur von Elixieren stammen. Fick dich! Bist doch selbst bis oben hin voll mit Elixieren. Beim Zweikampf nicht. Dich Betrüger sollte man Numa den Lügner nennen. Noch ein Wort und ich stopf dir das Schandmaul. Das schaffst du nicht. Kopflosigkeit beeinträchtigt die Koordination. Krieg dich ein. Hilfsmittel habe ich gar nicht nötig. Bin auch ohne sie unschlagbar. Okay. Du bist der Händler. Lass mich raten. Das ist der starke Numa und ich bin sein Schüler. Jetzt hast du mir den Spaß verdorben. Der starke Numa bricht Stieren den Hals, verbiegt Eisenstäbe und besiegt jeden. Numa. Sein Geheimnis sind Pilze und Kräuter aus Elander. Sie werden in der Morgendämmerung von jungfräulichen Priesterinnen gesammelt. Du kriegst sie jetzt zu einem sehr anständigen Preis. Ich hab dumpfe Gefühl, der lügt mich an, aber egal. So, verkauft habe ich ja gerade schon eine Shitload. Aber ich könnte noch andere Sachen verkaufen. Zum Beispiel. Ach ja, die ganzen Mutagene. Klein, 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 mittel. Weg mit euch allen. So, wieder den Wetteinsatz reingeholt. 70 Aldraunenwurzeln, holy shit. So, was hast du so? Anabodikum. Questgegenstand. Für 200. Ich kaufe mal nur einen, weil der kommt ja, die können es ja wieder kaufen. Achso, genau. Rezepte. Erhöht Zeichenintensität. Was haben wir mit Zeichen? Öl. Hatten wir schon. Nichts Interessantes. Grünschimmel. Fuck. Okay, wenn ich das Anabolikum saufe. Und dann nochmal den Kampf mache. Ich speichere mal. So, mal gucken, was jetzt passiert. Das hatte Toxizität. So, und jetzt? Was willst du hier? Ich würde gerne ein paar Orens... Beim starken Numa kannst du eher welche loswerden. Du bist ein Dieb? Ich schlage im Armdrücken jeden. Kostprobe gefällig. Ich war schon immer neugierig. Jetzt bin ich gespannt, ob das Anabolikum was macht. Oh ja, ja, doch, doch, doch. Das macht's einen Ticken einfacher. Aber Sache ist halt, ich schummel jetzt. Mal gucken, ob das was bewirkt. Bei den Möpsen der Melitele. Mich hat noch nie einer besiegt. Es gibt immer ein erstes Mal. Wenn bekannt wird, dass der starke Numa verloren hat, fliege ich aus dem Zirkus. Der starke Numa muss ungeschlagen bleiben. Nimm dies hier und halt dicht. Danke. Ich find's auch schön, wie ich erstmal rumkomme von wegen, er schummelt. Aber dann habe ich selber einfach faktisch geschummelt. Anyway, level up.
So, hier haben wir jetzt, glaube ich, nichts Interessantes mehr. Wir könnten in die Zeichen gehen, aber die sahen auch alle nicht so interessant aus, die Skills. Ich glaube, das hier ist gut, Unbesiegbarkeit. Dass ich da mal hinkomme. Ja, machen wir das mal, dass ich auch Richtung Unbesiegbarkeit gehe. Ja, machen wir das. Ich glaube, kritische Effekte, weil ich einen Shitload an kritischen Effekten auf dem Schwert habe. Und einfach bluten. Das ist halt gegen menschliche Gegner gut. Nehmen wir das. Ah, das gibt mir auch Schwertschaden. Okay. Noch besser. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.